Vitiligo ist der Name eines Syndroms, einer Krankheit, die so aussieht. Also es wird meistens bei Kindern diagnostiziert oder späten, in der frühen Pubertät. Das ist also die Eigenschaft eines jungen Menschen, seine Umgebung so zu beeinflussen, dass es Leidenschaft. Also Menschen werden krank, mit Schwindel, Konzentrationsstörungen sehr häufig. Ja, ich habe das Buch begonnen, wie man es ja immer tut, mit einem Ich-Erzähler, in den man noch reinwachsen muss. Ne? Man schaut mal, wie er sich verhält. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, der Mann ist genauso alt wie ich. Er hatte auch das dasselbe studiert und hat eine Eigenschaft dann auch mit mir geteilt. Und da war es dann schwierig, schon das von mir wegzuhalten, so als dass es jemand anders. Nämlich die vollkommene Überforderung. Ich bin jemand, der der sehr schnell und sehr leicht überfordert ist mit allen möglichen Situationen. Ich weiß nie genau, was gespielt wird. Man kann mir im Prinzip alles erzählen, was vielleicht für einen Romanschriftsteller gar nicht so schlecht ist. Insofern, diese Eigenschaft hatte diese Hauptfigur und dann irgendwann gedacht, ja, dann sei einfach ehrlich und bekenn dich dazu, das bist du. Oder ich, ja, das bin ich. Und ja, drum heißt er so wie ich. Nicht alles hat er genauso erlebt, aber vieles doch. Es ist komisch, er zu sagen, weil er heißt ja wie ich und er ist ja eigentlich ich, aber ich nehme ihn mal er, Clemens, er. Er bemerkt eine eigenartige Sache in diesem Betrieb oder in dieser Community, diese Indigo-Community, etwas, das sich Relokationen nennt. Und es wird nie ganz, am Anfang wird ihm nicht erklärt, was es ist. Es passiert einfach. Schüler werden einfach weggebracht in Verkleidungen, also mit Partyhut oder als Clown. Und es scheint völlig normal zu sein, aber er wundert sich darüber und fragt. Und wie es ja immer mit selbstverständlichen Dingen ist, die Erklärung ist sehr schwer für die Menschen, die er fragt. Aber ihm ist das überhaupt nicht klar. Und er vermutet, dass etwas sehr, sehr Finsteres und Schreckliches vielleicht passiert. Das ist schon ganz lang in mir, also diese Idee über das, wie ich es jetzt nenne, Indigo-Syndrom, das ist schon, darüber habe ich mich schon in der Schule gewundert, glaube ich. Das geht eigentlich von allein, also wenn man besessen ist von etwas, dann merkt man gar nicht, dass man recherchiert. Manches war nicht so leicht zu finden, wie gewisse, ich nenne sie mal Beispielgeschichten, also die Geschichte über den einsamen Baum in der Teneré-Wüste oder die einsamste Telefonzelle der Welt. Das sind also wunderbare Geschichten, die es auch alle wirklich gibt. Schwierig ist bei diesen Geschichten gewesen, dass man so die Quellen findet, wo sie wirklich verlässlich und gut beschrieben werden. Es gibt nämlich bei solchen Urban Tales, manchmal auch so eine Verwandlung. Natürlich, was ich dann gemacht habe für das Buch, ist, ich habe es dann wieder mir angeeignet und manchmal so ein paar Dinge wieder verändert. Man kann ja eben, wie Peter Esterházy sagt, man weiß, man kann nur dann gut lügen, wenn man die Wahrheit kennt. Mir fällt gerade ein guter Aphorismus ein. Form und Inhalt bewohnen dasselbe Dorf und mal ist der eine Bürgermeister und der andere Rathaus und mal umgekehrt. Die Geschichte hat viel mit Herausfinden von Informationen zu tun. Und da ist es auch, glaube ich, natürlich und nicht aufdringlich, wenn auch dann Dokumente im Buch vorkommen, also die jemand gefunden hat oder irgendeine Aufzeichnung. Ah, hier ist eine Information drin jetzt. Und dann hat die Information natürlich auch dann der Leser. Das erklärt vielleicht ein bisschen diese etwas ungewöhnliche Form des Romans. Zeitungsausschnitte manchmal drin sind oder kopierte Seiten aus Büchern, die ich also auch da integriert habe. Ja. Ja, hoffentlich ganz viel. Also Wirklichkeit, mein Gott.
ich denke nicht wirklich an Wirklichkeit. Ich sage nicht, oh, ist das jetzt, ist das wirklich, ist das die Wirklichkeit? Eigentlich sind Geschichten nicht dafür da, unsere Wirklichkeitsdrüsen zu massieren. Was sie allerdings manchmal so ein bisschen massieren oder aktivieren können, ist das Gefühl von, sagen wir es ruhig pathetisch, ist vielleicht so ein handkeartiges, dass man sich irgendwie empfangen fühlt von etwas ganz Wahrem, ganz fast transzendent, unerwartet Wahrem. Mit meinen Antworten. Ich bin nie zufrieden mit meinen Antworten. Das ist der Tag, an dem ich zufrieden bin mit einer Antwort, ist ein schlimmer Tag.